So, moin Leute, zu einem neuen Video. Heute in dem Video wollen wir mal ein bisschen über Fortnite Skill-Based Matchmaking reden. Weil Fortnite hat ja ein Update rausgebracht, wo man jetzt je nach seinen Stats, also nach seinen Fähigkeiten, nach seinem Skill, Gegner kriegt. Also wenn man ein schlechter Spieler ist, kriegt man schlechtere Gegner. Wenn man ein guter Spieler ist, kriegt man bessere Gegner. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie das so ein, würde ich einfach mal gucken, wie das so ein Solo ist. Dafür bin ich mal hier auch ein bisschen defensiver gelandet. Aber wenn ich dann early einfight und dann da sterbe, finde ich, also zum Anfang, wenn ich direkt keine Waffe kriege oder kein Schild, finde ich, merkt man nicht so, ob das jetzt einfach der Skillunterschied war oder ob beide gleich gut sind oder ja, so halt. Ja, den. Und dann würde ich sagen, machen wir mal hier ein bisschen, looten wir uns mal ein bisschen voll hier. Und ja, ich finde, das ist eigentlich eine ganz nice Änderung, dieses Skill-Based Matchmaking. Weil man jetzt eigentlich bessere Gegner als bessere Spieler als Gegner hat. Was einen ja auch auf eine Art trainiert. Und so. Finde ich auf jeden Fall auch ganz okay. Ich weiß, einige werden sich wieder übel drüber aufregen, aber ja. Wovor ich oder worauf ich gar keinen Bock habe, ist Season 11 sollen ja Bots reinkommen. Ich werde wahrscheinlich nicht den nicht spielen, weil meine Stats ja auch nicht so kacke jetzt sind. Die sind auch schon eigentlich relativ nice. Da werde ich safe nicht gegen Bots spielen. Gegen computergesteuerte Spieler, also nicht gegen Spieler, man sagt auch mal ganz gerne Bots zu denen, aber halt gegen computergesteuerte Spieler, NPCs halt. Und ja, keine Ahnung, ob das so geil für Fortnite wird, aber gut, die schlechteren Spieler können gegen die Bots üben. Es gibt jetzt auch gerade einen Modus, wo man das, wo es so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Kann man schon so testen, wie die Bots sein werden. Da werde ich auch jetzt mal einblenden, wie die so sind. So, ich habe jetzt gerade mal gesehen, wie die Bots so sind in Fortnite. Und ja, ich weiß nicht, schreibt mir eure Meinung zu denen in die Kommentare. Ich weiß, es ist jetzt kein großer Einblick gewesen, aber damit ihr einfach mal seht, wie die so ähnlich sein werden, die werden wahrscheinlich auch anders sein, aber so, das ist so zurzeit ein Vorschlag oder eine Änderung, wie es zurzeit sein könnte. Hier recruited, ja moin. Oh, das ist ja nicht nur da, ja. Finde das schon wieder nice, wie viel Schild hier auf jeden Fall haben. Und mal gucken, wie Season 11 allgemein so wird. Beginnt ja jetzt auch schon, glaube ich, in 10 Tagen, wenn da nichts mehr verlängert wird. Denke ich mal eigentlich auch ganz nice. Mal gucken. Und so. Da werde ich dann wahrscheinlich auch streamen, wird ja wieder eine nächste Season sein. Die Halloween Season. Ja, wieder das Halloween Update kommen, also Halloween Style. Battle Pass wird da bestimmt auch ein bisschen Halloween berücksichtigt. Aber ich weiß nicht, ob das so direkt da reinkommt. Also Season 10 Update, ob da direkt na, ob da direkt Halloween reinkommt oder ob das vielleicht erst mit einem späteren Update kommt. Season 10 ist in 10 Tagen. Heute ist der 26. ist dann der 16.
Ne, sechste. Der sechste und Halloween ist ja eigentlich erst Ende Oktober, also weiß ich jetzt nicht, ob das so hinkommt, aber ja, werden wir sehen. Ich nehme sogar mal Buibongs mit, der auch eigentlich relativ gut. Den Roboter ja sowieso, aber Roboter sehe ich zurzeit eigentlich gar nicht als so ein Problem. Ich würde es wieder feiern, wenn man Leben pro Kill bekommt in normalen Matches. Die 3000 Mets können sie eigentlich drinnen lassen, aber Leben pro Kill wäre halt schon. Das würden halt alle feiern und da werden auch, denke ich mal, ein paar Leute wieder mehr Fortnite spielen. Und es wäre echt eine Änderung. Ich meine, viele wollen es haben und die können es machen einfach. Ich meine, ich mache das Spiel immer mehr Loot-kompatibel, aber dann haben die Pros irgendwann keinen Bock und dann guckt keiner mehr vom Pedal-Test und den Noobs guckt auch keiner mehr auf, will ja auch keiner auf YouTube zugucken und dann guckt halt gar keiner mehr Fortnite. Dann ist das Spiel, spielen dann vielleicht noch viele Leute, aber gucken tun es dann auch nicht mehr so krass viele. Noobs werden sich wahrscheinlich dann ihre Skins auch noch kaufen, aber ja. Wird dann auf jeden Fall kein schönes Ende von Fortnite. Und hier ist aber auch schon wieder weit und weit kein Mensch unterwegs. Ey, ist auch schon wieder. Man, die Runde geht jetzt gleich. Keine Ahnung. 8 Minuten. Und es leben halt schon wieder nur noch 19 Leute. Ich juste jetzt einfach mal nicht, dass hier einen Anna kriegt. Ich will einfach die scheiß Unis mitnehmen. Schreibt mir auch mal wieder mal eure Meinung zu Fortnite gerade also in den Kommentar. Was würdet ihr am besten verbessern? Ich habe ja eben gerade schon gesagt, Leben pro Kill würde ich feiern. Und ja, ihr könnt auch gerne mal eure Meinung in den Kommentar schreiben. Auch mal ganz nice. Und ich finde jetzt normale Matches, ich meine, guckt euch das an. Das ist schon ein bisschen eigentlich schon wie Arena, kann man schon sagen. Also du spielst gegen gleich gute Spieler halt. Und das Leben halt. Relativ viel, es lebt ja nicht so viel, gar keiner mehr, aber. Naja. Ist ja dann auch nicht so schlimm, wenn jetzt nicht so viel Leben, also ist ein bisschen wie Arena, bloß mit weniger Spielern. Also wie so ein schlechtes Arena. Also keine Ahnung, was sie hier gemacht haben, ich würde. Ich würde das ein bisschen. War hier noch ein Roboter? Fuck, Leute, bin ich. Hä? Da kam doch eben ein Roboter runter. Haben wir doch auf der Karte gesehen. Wo ist der denn? Ich wollte ihn nicht nehmen, ich wollte ihn zerstören, aber. Das ist schon wieder, Digga, was ist das? Also eigentlich 5 Jahre. Backe, Alter. Geht her. War schon wieder ein Roboter-Bug, Junge. Genauso wie der Lenkraketenwerfer hat nur Bugs zubereitet und am Ende auch nicht über. Ich weiß, es ist so ein bisschen wie ein Retalk-Video wieder, aber ich wollte das ein bisschen mit Gameplay machen. Der warum werde ich grün, Digga? Fuck? Oh ja. Der Haus in der hier unten gucke, bin ich grün, wenn ich hier unten gucke, blau. Oh ja. Das meine ich. Es ist doch komplett langweilig. Es ist doch jetzt gerade das Gameplay ist doch für euch komplett langweilig zum Zuschauen und für mich zum Spielen auch stinklangweilig.
Kann man essen gehen, naja. Der Turtle auch natürlich instant, ja. Das meinte ich halt, Digga. Es ist immer noch Public. Und kein Arena. Mal ihn. Ich höre ihn noch an, das wird die Unternehmen, Alter. So, das war's an der Stelle auch wieder mit dem Video. Ich sehe, die Leute schwitzen da rein, Digga, als gäbe es kein Morgen, ey. Ich habe ihn zwar gut gehittet, er konnte wieder nichts anderes außer bauen und imitieren, hat wieder komplett mit dem Aim eigentlich komplett reingechoked, hat wieder um, weiß ich, welche Ehre geschwitzt. Und auf jeden Fall wollte ich euch noch zeigen, hier ist wieder was Neues zum Abstimmen. Ihr geht einfach hier auf oben einem Shop, Community-Entscheidung oder scrollt ihr mit dem Balken durch. Und dann seht ihr hier schon, ja, die neuen Sachen. Hier seht ihr den Skin, wenn ihr da auf Infos drückt. Hier sieht man den Skin, wenn ihr auf Infos drückt. Und hier sieht man den anderen Skin. Da könnt ihr auf jeden Fall abstimmen, wenn die in den Shop kommen sollen. Und stimmt auf jeden Fall gerne ab. Wäre ganz nice. Ich habe für den hier gestimmt. Oh, ne, habe ich doch nicht. Ich habe für den hier gestimmt. Huch. Und stimmt auf jeden Fall ab. Lasst mal gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao, Leute.